Ich begrüße dich aus dem Bingerraum. Hallihallo. Heute treffen wir uns. Ihr seht uns erstmal ganz klein. Aber das ist so gewollt, weil wir erstmal was vorbereitet haben zum Thema Narzissmus und ja, was dahinter steht und welchen Anteil ihr daran habt und was ihr für euch tun könnt. Ja? Da haben die Birgit und ich mal ein bisschen was gesammelt. Ich gehe mal mit euch durch. Woher kommt es eigentlich, der Narzissmus? Oder wie, mit was wird es verbunden? Jeder Begriff hat ja seine Entstehung. Und Narziss, hier sind Ölgemälde von Caravaggio. Also der Geschichte nach ist Narziss an einem See gegangen, wollte Wasser trinken und verliebte sich total in sich selbst. Aber ist es wirklich so einfach? Was meinst du, Birgit? Ich denke, ganz so einfach wird es nicht sein, weil der Narzisst zwar selbstverliebt ist und sehr im Ego ist, aber ob so einfach ist, das bezweifeln wir. Er hat ja auch seine Geschichte gehabt, bevor er sich in sich selbst verliebt hat. Genau. Genau. Und was ist eigentlich ein Narzisst? Also ich habe da recherchiert, das eine war von NetDoktor, der erste Teil, das andere von Marianne Großer, ein Arzt. Und interessant ist halt, also es findet sich ja immer wieder, so soll es ja auch sein, dass es ein Streben nach Anerkennung ist und Aufmerksamkeit. Und dass mit dem selbstverliebten, arroganten Auftreten meist Schmerz und Leid verdeckt werden. Und im Grunde steht hinter den Narzissten ganz schwaches Selbstwertgefühl. Deswegen verurteilt er im Außen, deswegen beschuldigt er im Außen. Deswegen ist er nur im Außen unterwegs. Die Fassade täuscht. Im Prinzip verdeckt es das Gefühl, dass man nicht genügen könnte. Und da macht man sich größer, blustert sich auf, macht mehr, als man ist. Kannst du auch so bestätigen, gell? Genau, und das ist das ja, weil viele auch im Narzissmus auf Partner oder Partnerin reinfallen. Weil nach außen hin haben die ja eine Wahnsinnsdominanz, die haben ein Strahlen, die haben ein Selbstbewusstsein. Aber hinter der Fassade ist eben kein Selbstwertgefühl. Und das ist ja der Unterschied, was man oft eben nicht auf den ersten Blick erkennt und erkennen kann. Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Genau, genau. Und das ist ja der Spannende. Das, was einem so begeistert, wenn man einen kennenlernt, weil man denkt, wow, Hut ab, hat der einen Selbstwert. Also das ist das, was er nach außen trägt. Oder wenn du mit dem in Konflikt bist und willst jemand anderes erklären, der verletzt mich so, die können das gar nicht verstehen, weil der einfach eine Ausstrahlung hat wie so 1000 Watt Birne so, was so einfach so strahlt und hell und ein anderer erstmal überzeugen kann, bis sie das Muster erkennen. Und das dauert halt. Und warum sind sie so eiskalt? Also es ist halt aus den tiefsten Verletzungen heraus, grenzen sie sich ab von ihren Gefühlen. Das wirkt auch eiskalt. Man denkt als Gegenpart, dass man diese Menschen mit Lieben heilen könnte. Aber da sehe ich das so, wenn du jetzt eine Spinnenphobie hast, und ich denke, komm, die heile mir dadurch, dass ich dir eine mitbringe, sie dir hinhalte, sagt, komm, du bist geheilt, ist doch ganz lieb. Kann ich dich nicht heilen. Da ist die Angst vor Liebe steht ja im Prinzip hinten dran. Richtig, genau. Und es ist ja auch wirklich, ich sage zu meinen Leuten oft immer, das sind so Kokosnüsse auf zwei Beinen. Ne? Mhm. Das ist einfach diese wahnsinnsharte Schale, dieses kühle, kalte, so und ich sag mal, einen See aufzubrechen, der dick vereist ist, wie willst du da rankommen, an den Kern? Wenn derjenige es nicht selber will, also wenn der See es nicht zulässt, wenn er seine Temperaturen wirklich langsam wieder ansteigen lässt, damit das Eis aufbrechen kann. Und das ist eben das Problem. Und wir denken oft immer, wir könnten, so wie du es eben ja gesagt hast, voll mit Liebe und Überliebe schon über bemuttern, wirklich da reingehen. Und das ist das Fatale. Und dann hängt man drin. Und was ein schönes Bild ist mit der Kokosnuss, wenn
ich die Kokosnuss aufbreche, ist ja das, habe ich dann zwar die Flüssigkeit, ist dann weg, aber das, was ich geliebt habe, ist ja gar nicht mehr da. Also wo genau. ich dachte zu lieben, wo ich mich so gefühlt habe, wenn die Schale weg ist. Gell? Genau, weil das ist dann komplett auch richtig. Genau. Genau, und da ist ja nichts mehr da von dem, weil der Kern, weiß ich gar nicht, ob ich den wollte. ist genau. Narzissmus heilbar? Ich finde es immer schwer zu sagen, es ist unheilbar, dann ist direkt schon, macht alles zu. Das ist wie wenn jemand zu mir kommt und sagt, mir geht's nicht gut, können Sie mir helfen? Und ich würde sagen, wahrscheinlich nicht, dann probieren es einfach mal. Genau. Da wäre von vornherein alles ausgeschlossen. Ja. Also ich finde immer die Hoffnung auf Heilung, das ist schon der erste Schritt zur Heilung. Narzisstische Persönlichkeitsstörung, also es ist halt so, die kann gemildert werden, wohl laut den Ärzten, und dass es die Betroffenen ins Umfeld nicht länger darunter leiden. Und hierzu bräuchte man halt psychotherapeutische Hilfe. Was ich ganz spannend finde, ich habe das Buch empfohlen bekommen, einfach auch zu unserem Thema, weil die halt wissen, die Menschen, wir beschäftigen uns damit. Da gibt es vom Dr. Med Pablo Hagemeyer ein Buch, gestatten, ich bin ein Arschloch. Darf man das überhaupt sagen hier? Ich sage es einfach mal. Ja, klar. Und zwar ist es ein Arzt, also ein netter Narzisst und Psychiater, erklärt, wie sie Narzissten entlarven und ihnen Paroli bieten. Und finde ich sehr spannend. Weil wenn hier steht, was du im Netz findest, dass es unheilbar ist, dann muss ich sagen, Selbstreflexion, Selbsterkenntnis ist für mich ein riesiger Schritt zur Heilung, weil man sich selbst einfach beobachten kann und mit sich arbeiten kann. Und das hat dieser Pablo wohl auch getan. Also fand es spannend, dass es darüber jetzt Lektüre gibt, wurde mir an mich herangetragen, habe es noch nicht gelesen, aber es soll super sein. Von daher gebe ich es gerne mal als Tipp mit. Genau. Dann gibt es ja noch den Begriff toxische Beziehung. Mhm. Du hast es ganz oft in deinen Beratungen, ich auch. Themen, mit denen wir oft konfrontiert waren und deswegen sagten, machen wir ein Video dazu. In einer toxischen Beziehung verwechseln die Betroffenen oft tiefes Leid statt intensiver Liebe. Sie fühlen sich durch die Beziehung eher schwach als stark, passen sich an, ordnen sich unter und stellen ihre Wahrnehmung in Frage, sollten Zweifel aufkommen. Also nie die des anderen. Oft landen Menschen in einer toxischen Beziehung, die in einer Kindheit einen starken emotionalen Mangel erlitten haben. Stimmt, oder? Können wir nur bestätigen. Kann man nur bestätigen. Und oft ist das ja eben auch, je nach Fall, extremes Mutterthema. Ne? Da muss man eben auch beleuchten. Und es ist richtig, eben wenn man wirklich in diesen Beziehungen auch drin hängt, man gibt sich selber auf, komplett. Man weiß gar nicht mehr, was los ist und man weiß selber nicht mehr, wo es oben, wo es unten. Da können wir ja auch aus der eigenen Erfahrung wirklich berichten. Ne? Genau. Ja, ich finde es auch so spannend, dass wir beide, das siehst du mal generell, auf unsere Arbeit, die wir tun mit der Energie auch, du siehst, im Prinzip der Spiegel, also wenn du jetzt in so eine toxische Beziehung kommst, der eine ist Narzisst, du bist der Gegenpart, ist der, dass beide einen emotionalen Mangel erleiden. Genau. Der eine Part, also das Gegenüber des Narzissten oder der Narzisstin, die gibt es auch nicht so gehäuft. Es gibt wohl mehr Männer als Frauen, aber ja, genau. Gibt es auch. Aber beide suchen die Liebe der Kind, also der Kindheit quasi. Der emotionale Mangel und die eine, die sucht sie dann bei dem Narzissten und der Narzisst braucht diese wärmende Energie, von der er sich getrennt hat. Genau. Und losgesagt hat. Er zieht Energie und deswegen bist du so kraftlos, wenn du in dieser Beziehung bist. Ja, und da er ja perfekt ist. Genau. Er ist ja perfekt. Also er ist ja, Sabine, was man ja auch nicht vergessen darf, der oder die Narzisstin, die sind ja Meister in der Manipulation, dass im Unterbewusstsein des Gegenübers ja wirklich Anker gesetzt werden, wo man sich selber dann schuldig fühlt
Und deswegen wird man ja zu schwach, weil man alles an sich sucht und sagt, ich bin nicht perfekt. Ne? Und das ist Schwere, dann aus diesen Beziehungen auch rauszukommen. Genau. Also ich habe da schon mit Aufstellungsarbeit also immer wieder festgestellt, dass hinter dem, also Narzissten, wenn die das Paar jetzt quasi in der Aufstellung, also der Narzisst kommt weniger zu mir, weil er es ja nicht merkt, aber das Gegenüber, dass man in der Aufstellung quasi sieht, dass meist die Mutter erscheint. Und auch die Mutter des Opfers, nenne ich es jetzt mal, war oft schon narzisstisch. Und das war ja wirklich dann, da musstest du für Liebe wirklich was tun. So wurde dir vermittelt. Wenn du das nicht machst, hat die Mama dich nicht lieb. Und die Mama war dann dein Gott. Ja, ich muss die Mama glücklich machen. Ich muss der Mama Liebe geben, damit die Mama auch überlebt. Also es ist ja auch ein Überlebensmechanismus, wenn du in diese Energie oder in diesen Narzissmus reingehst, dich von allen Gefühlen abgrenzt im Prinzip, um nur nach außen zu vermitteln, ich bin perfekt. Genau, das ist es ja. Dieses Unterthema eben, man will, das Verrückte ist ja, weil man hört ja oft in den Beratungen von wegen, nee, der liebt aber seine Mutter oder die liebt aber die Mutter. Ja. Aber darum geht es gar nicht. Genau. Es geht ja um die Ursache. Ne? Die Ursache wirklich, was natürlich auch in der Ahnenreihe liegt, ganz klar. Aber die Ursache, was ist da? Und dann, gerade bei Männern hat man es ja oft, dass man dann wirklich in diesem Vaterthema drin hängt, weil man sagt, boah, so schwach wie mein Vater möchte ich nicht sein. Und dann hängt man schon wieder am nächsten Thema. Ne? Und Narzissten oder Narzisstinnen, ist ja genauso, die haben im Außen immer eine weiße Weste. Die sind immer ganz toll, sind ganz oft sehr beliebt, aber wehe, man kratzt so ein bisschen an der Oberfläche, dann kommt dieses Eiskalte auf einmal rüber, wo viele sich erschrecken und sagen so, oh, was ist das denn? Ne? Können die gar nicht mit umgehen. Genau. Das stimmt. Und die brauchen dich auch in deiner vollen Stärke. Also wenn du funktionierst, also für die funktionierst, alles top. Aber wenn du schwach bist, weil selbst Kummer an dich herantritt, dann sind die weg. Genau. Dann sind die echt weg. Ja. Genau. Und jetzt zum Thema, wie kamst du, also du, der Zuschauer jetzt, der vielleicht in solch einer toxischen Beziehung drin hängt zu diesem Thema. Hast du dich einsam und ungeliebt gefühlt als Single? Also warst du alleine oder warst du unglücklich in deinen bisherigen Beziehungen? Hast du gedacht, mit der Liebe, das geht bei mir nichts? Hat es dir an Selbstliebe gemangelt? Das merkt man ja oft gar nicht. Ich finde mich gut, so wie ich bin. So, weißt du? Und dann sucht man aber die Liebe im Außen. Da muss doch jemand kommen, der so, was auch natürlich schön ist, wenn jemand kommt und du dich verbindest. Aber jeder in seiner Liebe kann eine Verbindung schaffen, die Auge in Auge ist. Aber wenn dann einer kommt, wo du dich nicht siehst und dich minderwertig fühlst und der dich sieht, dann ist es, ah, da sieht mich einer. Es kann sein, dass du dich so geliebt fühlst wie nie zuvor. Also es kann dir wirklich vermitteln, weil dann teilt er ja seine ganze Energie in diesem Moment mit dir, indem er dich sieht. Und dann bist du schon im Modus drin. Dann bist du wirklich schon in diesem Modus drin, du fühlst dich total geliebt, wo du dich nicht lieben konntest. Und das Problem, wenn der geht, nimmt er alles an Liebe mit. Also da bist du vom Selbstwert her so. Weil wenn der von außen einem alles gibt an Liebe, was du in dir selbst gar nicht fühlen kannst, in deinem Ungeliebtsein, sage ich jetzt mal, dann bist du total leer und dann bist du abhängig und denkst, du brauchst diese Liebe von außen. Und dann beginnt dein Weg. Und genau, und daraus zu kommen, ist natürlich auch immer wieder schwer, ne? Genau hier, unsere Tipps aus der eigenen Erfahrung heraus, weil wie könnten wir darüber sprechen, wenn wir es nicht selber schon erfahren hätten, ne? Und genau. Ne, wirklich ein Liedchen von singen. Und genau. Das sind ja die, wo wir ja immer sagen, aber auch aufgrund unserer Erfahrung,
die im Außen immer nur die Liebe suchen. Und die denken dann, oh, wenn mich so jemand mit Liebe überschüttet, ja, so schön. Aber die haben Liebe in sich selber, die Eigenliebe zum inneren Kind, noch gar nicht gefunden. Und da ist der richtige das ist der Ansatz. Genau, so sehe ich es auch. Ich mache uns jetzt mal groß. Genau, dass wir uns jetzt mal wieder sehen. Dann brauche ich meine Lesehilfe. So, und jetzt kommen wir wieder zurück. Ja. Genau, in unser Bild. Hallo, da sind wir beide. Unser Schlagwort ist genau. Wir machen uns wieder groß. Jetzt, da wollen wir rein in die Energie. Ja? Ja. Also es gibt wirklich Fälle, wo Menschen, also von Erfahrungsberichten, die ich auch wiedergeben kann, die werden ganz schlecht behandelt und sagen, also gerade wenn ich arbeite wie du mit mehreren Energiearbeiten aus meiner Werkzeugkiste, das ist zum einen das Kartenlegen, ich lege mit einem Mord, du mit Tarot. Und das sind die Menschen, die dann halt quasi, also die Frauen meist, die sitzen dann vor mir und sagen, wie geht es ihm denn? Also die wollen über sich überhaupt nichts wissen. Genau. Ja? Die wollen nur wissen, wie geht es ihm denn? Und liebt er denn überhaupt? Aber ich liebe ihn so. Und dann erzählen die mir von wirklich seelischen Misshandlungen. Da kriege ich Gänsehaut. Und dann sagen sie, aber ich weiß, dass er die Liebe meines Lebens ist. Und das ist sowas, also ich kann auch ohne ihn nicht leben. Ich weiß, dass wir sind Seelenpartner. Yes, mein Lieblingsthema, Seelenpartner. Genau. Und da werden leider viele, das hören wir ja beide tagtäglich in den Beratungen, auch viele auf die falsche Fährte gelockt. Die denken immer, dass mein Seelenpartner, jetzt hat der einen Freifahrschein. Der kann oder die kann mit mir machen, was sie will. Das geht nicht. Genau. Ne? Also. Sehr gut. Ja. Sehr gut, genau. Ja, genau. Und da sich zu reflektieren. Und da kommst du durchs Gespräch kaum dran, weil die sind da wirklich in ihrer Geschichte. Und du kommst durchs Gespräch, also da ist schon, finde ich, Energiearbeit super. Du hast jetzt auch diese Hypnoseausbildung, wo man wirklich an den Kernpunkt kommt. Also du arbeitest ja schon mit ganz vielen Mitteln, aber ich finde gerade jetzt, was du in deiner Hypnose machst, das ist da, wo du im Außen sitzt jemand vor dir im Gespräch. Also du gehst ins Gespräch. Und er hört es nur bis hier. Und ich finde gerade durch diese Arbeit der Hypnose, der Familienstellen, was ich jetzt vermehrt mache, dann du kommst an den Kernpunkt und wenn du das dann spürst und siehst, dann kriegst du eine ganz andere Richtung, eine ganz andere Warte. Weil hier sei es mal gesagt, Seelenpartner sind wir alle. Also wir haben unsere Verabredung auf dem Seelenplan. Ich habe da oben Folge 7, vielleicht Flosse, hey, Birgit, wir lernen uns kennen und wir arbeiten zusammen und wir decken ein bisschen was auf. Wir probieren, die Menschen dahin zu bringen, ihnen auf ihrem Weg zu helfen, sie zu stützen, sie von innen zum Leuchten zu bringen, dass von außen keiner mehr sie anstrahlen muss, damit sie leuchten. Ja? Und wir sind Seelenpartner. Richtig, und genau das ist es. Wir vertrauen uns, wir verstehen uns, wir sind aus einer Seelenfamilie und das ist ja auch eine Seelenpartnerschaft in Form der Freundschaft. Genau. Das ist das, was viele, was aber vielen auch falsch suggeriert wird. Da wird dann so oft gesagt, so von wegen, dass der Seelenpartner und der fühlt so und der kann ja nicht, weil er in Ängsten ist und er kann seine Gefühle nicht zeigen und so. Und da sind die auch so oft so blockiert schon und wieder in der Manipulation, ohne dass sie wirklich anfangen zu hinterfragen, so von wegen, hey, Moment, wo ist meine Liebe, wo bleib ich? Weil in der Partnerschaft
bleibt einer davon immer tutto completo auf der Strecke. Genau, ja, genau. Und da ist halt wirklich gut, an den Punkt zu kommen, wo man, also wenn man denkt, man kann die manipulieren, ist man auf dem ganz falschen Pferd. Ich kenne so viele Frauen, die sagen dann, ja, zum Beispiel, ich gehe nochmal mit dem ins Bett und dann zeige ich es ihm und dann lasse ich ihn fallen. Das funktioniert überhaupt nicht. Hey. Du bist manipuliert und merkst es gar nicht. Also du gehst dann in eine Affäre ein, er sieht, aha, also wie so ein Marionettenführer, ich habe die immer noch in meiner Hand und kann die immer wiederbekommen, wenn ich will. Und du hast für einen kurzen Moment das Gefühl, die Macht über ihn zu haben und merkst dann, ist gar nicht. Also ja. Du merkst gar nicht, dass du immer noch manipuliert wirst. Also wenn du wirklich an einem Punkt bist, dass du das reflektierst, gibt es so von Jacques Bezzano, wenn es wehtut, ist es keine Liebe. Gibt es ein Buch, aber es ist auch für mich so ein Satz, den ich immer gerne wiederhole. Wenn es wehtut, ist es keine Liebe. Liebe. Und Seelenpartner, wie gesagt, die haben ja auch Lernaufgaben für dich. Und wenn du es schaffst, da rauszukommen, und es ist möglich, dann wirst du dich ja von innen zum Leuchten bringen. Ich glaube, anders kann man es gar nicht ausdrücken, dass du selbst leuchtest und dass keiner dich an seinen Akku hängen muss, sondern du bist autark mit deinem Akku verbunden. Du lädst dich von selbst auf. Und dann ist es möglich, in eine Partnerschaft zu gehen, wo man wirklich hier gemeinsam Wege geht, die nicht so gehen, weil das wäre auch langweilig, sondern wo du dich immer wieder triffst und immer wieder dann gemeinsame Wege gehst. So eine gegenseitige Bereicherung. Ich sage zu meinen Leuten immer mit dieser Manipulation, die sollen sich das immer vorstellen wie eine Spülmaschine oder eine Waschmaschine. Das Gegenüber weiß genau, welches Programm muss ich jetzt gerade drücken, damit ich sie oder ihn, je nachdem, ne, aber es gibt eben leider mehr Männer im Narzissmus, welches Programm muss ich jetzt drücken, damit das wieder klappt? Und dann passiert das so von wegen, dem zeige ich es jetzt, mit dem gehe ich nochmal ins Bett, ohne dass die bemerken, dass der schon ein Programm gedrückt hat. Und darum geht es eben auch, diese Programme zu beleuchten, damit man das wirklich ablösen kann. Und es dauert ja auch eine Zeit, bis man, wenn man aus dieser Beziehung raus ist, bis man konsequent bleiben kann, bis man wieder seine Eigenliebe anfängt zu finden. Ja. Das sind ja Schritte, weil viele denken dann, ja okay, in einer Woche bin ich da durch. Nein, je nachdem, wie lange ich in so einer Affäre oder Beziehung war, kann das unter Umständen wirklich über Monate hinweg sein, wo man selber leidet, bis man wieder komplett in seine eigene Energie kommt, so wie du ja gerade gesagt hast. Und dann fängt man an, von innen zu leuchten und dann riecht man so etwas schon wirklich auf 10 Meter und sagt so, nein, danke. Ja. Genau. Und es ist... Da sage ich so einen Satz, den ich selbst mal gehört habe, fand ich total gut. Wenn du dich selbst nicht liebst, wer soll es dann tun für dich? Weißt du? Genau. Und da ist wirklich, auch wenn, das ist ja auch so, da gibt es ja ganz viele Bücher und so, aber ich glaube wirklich, dass das entsteht, wenn du dir selbst mal sagst, Mensch, was habe ich denn alles gemacht im Leben? Was habe ich für Hürden? Bin ich für Hürden übersprungen? Was habe ich für... vielleicht auch mal was Gutes getan. Da gibt es so den einen Film, der kommt immer zu Weihnachten, Ist das Leben nicht schön? Ja. Wo der Mann will sich umbringen und da kommt ein Engel, ein gefallener Engel, so ein bisschen dickerer, gefallener Engel, goldig, und der zeigt ihm quasi, wie das Leben, also das ganze, der Ablauf gewesen wäre, ohne dass der selbst gelebt hätte. Und dann sieht er erst einmal, was ist alles durch mein Dasein gut gelaufen. Und das soll man sich mal bewusst machen, dass man einfach mal sagt, guck mal, was wäre da passiert? Und jeder hat irgendwas bewirkt, was verändert hat. Also ich sage, die Hummel kann von der Anatomie überhaupt nicht fliegen, weil sie viel zu schwer ist für die kleinen Flügel. Aber sie macht es einfach. Genau. Und da wirklich reinzugehen in die Energie und zu sagen,
auch was waren eigentlich so in meinem Leben, wo ich was bewirkt habe oder wo ich was verändert habe, einfach nur, weil ich bin. Weil ich bin, wie ich bin. Weil ich die bin, die ich bin oder der bin, der ich bin. Und ich glaube, da reinzugehen und nicht so, also nicht nur zu sagen, wie geht's ihm und du als Opfer, ich nenne es jetzt mal Opfer, das ist nicht schön, Opfer zu sein, aber wir waren alle schon Opfer. Genau. Wenn du als Opfer nicht fragst, wie kann ich ihm helfen? Also rette nicht ihn, rette dich. Das wäre so der Weg. Versuch nicht ihn zu retten, wegen seiner vielleicht kalten Mutter oder wegen seinem Mangel an Liebe, sondern im Prinzip zeigt dir das, ah, ich muss mich retten. Und dann bin ich in meiner Energie und Kraft. Und dann kann ich meinen Weg gehen. Und wirklich, wenn dann kommt, hey, jetzt schlafe ich mit dem und zeige es ihm, ah, dann wirklich so, stopp. Was macht das mit mir? Denn es verletzt mich ja selber. Ne? Genau. Ich aber in dem Moment denken wir, ja, ich brauche halt jetzt mal die Nacht mit ihm und dann zeige ich es ihm. Das ist ein Programm, wie du sagst. Das ist ein Programm der Selbstbetrug. Genau. Aber das Verrückte ist ja auch, wenn diejenigen, die in solchen Beziehungen, sei es jetzt diese toxischen Beziehungen, die da drin hängen, die sehen ja immer das Leuchten in der Seele des Narzissten. Genau. Und durch die Empathie, die man selber eben hat, denkt man eben immer, man kann und müsste den heilen. Das ist eben dieses Fatale, man hängt da komplett drin. Wenn derjenige, der die Themen eben hat, sich nicht selber reflektiert, nicht reingeht, beißt man wirklich auf Granit. Und ist das, diese Selbstaufgabe, wo man dann eben drin hängt, die Freundinnen oder so, die sagen dann, Mensch, um Gottes Willen, verlass den, geh aus der Beziehung raus. Das bringt dir nichts, du leidest nur, aber es kommt nicht an, weil man es nicht versteht, weil man denkt, nee, Moment, ich muss ihm doch helfen, der ist doch so oder die ist doch so und das ist das Schlimme, also man muss wirklich lernen, in die Eigenliebe zu gehen, sich selber anzunehmen und so wie du ja eben auch schon sagtest, Liebe tut nicht weh und wie unser lieber Gabriel immer sagt, von wegen denk daran, du bist die beste Version von dir selber. Genau. Und das ist wichtig. Genau. Sich selber erstmal zu erkennen. Aber wir gehen ja oft durch mehrere Beziehungen, bis so die Krönung kommt, so sage ich immer, um dann wirklich an das Thema ranzugehen und zu sagen, hey, verdammt, ne? So, und wenn man dann überlegt, ne, wem habe ich denn schon wieder geholfen, dieses Mal annehmen für sich selber, Freundinnen geholfen, hier geholfen, da. Und das ist der Kernpunkt. Die Menschen oder die Frauen oder auch eben die Männer, die müssen wirklich lernen, sich selber zu erkennen. Genau, das ist es. Weil ich hatte mal mit einer Gruppe von Frauen gearbeitet, das war ganz spannend. Und dann sagten die alle, ich war mit einem Narzisst zusammen. Und da habe ich nur gesagt, welche Rolle hast du dabei gespielt? Wollten die sofort weitergehen im Gespräch. Das war echt spannend, weil ich dachte, guck mal, dann hast du ja auch, also dann gehst du aus deiner Verantwortung raus, ich konnte ja nichts dazu, das war ja Narzisst. Da konnte ich jetzt gar nichts dazu. Aber wenn du anfängst zu sehen, Mensch, ich habe ja auch eine Rolle dabei, das ist wie im Schauspiel. Genau. Ohne Romeo kein Julia, ohne Julia kein Romeo. Weißt du? Und so ist es in diesem Falle auch, da kommen Opfer und Täter zusammen. Und wenn du erkennst, hey, ich bin's Opfer, aber wenn ich mich dann wieder verfange in dem Satz, aber ich weiß, dass es die Liebe meines Lebens ist. Und wenn du dann noch beraten wirst, wo jemand sagt, ihr habt euch in vielen Leben schon gekannt und es ist eure Aufgabe, dann heißt die Aufgabe nicht, ich muss mich dem opfern, damit er meine Energie raubt, sondern die Aufgabe ist, also für mich wäre das jetzt so ein Ansatz, oh Gott, wenn ich schon so viel Liebe gelebt habe, suche ich mir in dem Leben vielleicht mal einen ganz anderen. Also, dass du das eben nicht schlachten. Genau, eben in dem Leben, nein, nicht meine Energie. Ich meine Energie, du deine Energie. Und da geht man halt wirklich dran mit Energiearbeit, also erstmal mit der
mit dem, der Trennung von den alten Energieverbinden, das macht man medial, also dass man einfach Energien löst. Das, also ich löse immer nur Energieverbindungen, die keine Lichtverbindungen sind. Es kann sich zeigen mit Ketten, mit Schlacken, mit Seilen, aber die reinen Liebes- und Lichtverbindungen, die dürfen immer bleiben. Aber ihr glaubt gar nicht, was für ein Schmodder da manchmal in der Verbindung steht. Ja. Kannst du, also, und dann gibt es so viele Methoden, wie man das lösen kann, aber du kannst dich nicht drauf ausruhen, er ist halt ein Narzisst, sondern du darfst wirklich in die Arbeit mit dir gehen, in die Lösung von allen Negativverbindungen, in deine Energie und aus deiner Energie raus die Selbstliebe entwickeln, entfachen, wachsen lassen und dann kommt der Partner, der Auge in Auge ist. Aber erstmal musst du mit dir in eine Partnerschaft gehen. Das geht nicht in 4 Wochen. Das ist es ja. Dieses auch Seelenpartnerschaft heißt ja auch, ich muss mit mir erstmal in die Partnerschaft gehen. Mit mir selber, mit meinem Spiritführer. Und dann kann ich nach vorne. Und dann ist man sehr ehrlich zu sich selber und sagt, oh Mann, ja, da war ich auch Opfer. Aber in dem Moment, wo man da drin hängt noch, kann man es eben noch nicht erkennen, weil man eigentlich ja die Rolle des anderen mitspielt. Ne? Genau. Und ich habe ganz oft, dass ich eben, so wie du jetzt gerade sagtest, da in deinem Frauenheilkreis, die waren alle mit Narzissten zusammen und direkt... Genau, das war so eine Frauengruppe, nicht der Frauenheilkreis. Ach so. Das war so eine Gruppe, wo ich so ein Kartenleg-Session gemacht habe. Das war ganz spannend. Ja. Und dann hatte ich so, dann war das wirklich so, wo ich dachte, wow, ich meine, es setzt eine Resonanz. Und wenn du in der Beziehung bist, die blöd läuft, weißt du, wurde wirklich, und dann hast du einen Begriff dafür, bist du ja gar nicht mehr schuld. Richtig. Das war nicht bei allen spannend, weil ich habe die Schuld abgegeben, was in dem Dudes-Paket quasi zu ihm, ist ja Narzisst. Weißt ja, so? Das ist so, ja. diese Komfortzone, so Schutz, das ist ein Narzisst. Oder das ist eine Narzisstin. So von wegen, ich bin ja geschützt, ich bin ja die Arme, der Arme. Ne? Das ist so oft dieses Geschützte, weil sie sich noch nicht selber erkennen können. Und ich höre auch ganz, ganz oft, auch in den Beratungen, dass dann gesagt wird, ja, warum lässt der denn nicht los? Und dann sage ich, falsche Frage, warum lässt du nicht los? Ja, und dann kommt dieses Stocken. So, und damit kann man natürlich im Gespräch auch viel bewirken, aber mit der Arbeit, die wir machen, in diese Tiefe zu gehen, in die Ursache zu gehen, es zu erkennen, da bewirkt man natürlich wahnsinnig viel. Und da kann man sich teilweise wirklich jahrelange Arbeit ersparen, weil man viel schneller in die Ursache kommt, auf den Kern kommt, es erkennen kann und sich selber wirklich annehmen kann. Und das ist ja wichtig. Man will ja da raus. Ne? Und genau. Von denjenigen, ich auch so, ich wollte nur noch sagen, man kann wirklich von denjenigen den Hut ziehen, die es geschafft haben, rauszukommen. Da ist dann wichtig, dass sie unterstützt werden, wirklich mit allen Facetten, dass die nicht wieder rückfällig werden, weil die müssen dann erst lernen, in ihre eigene Energie zu kommen. Aber vor denjenigen, die rausgekommen sind, da kann man wirklich den Hut ziehen. Auch wenn es nicht gedacht hat. Ja, stimmt. Und es ist ja auch wirklich so, also für mich ist das Hauptthema dabei die Eigenverantwortung. Wenn ich immer wieder in der Schuldverteilung bleibe, der ist so, also rein, ich hatte mal, das war eine telefonische Beratung und da hat die Kundin, also die Karten sagten, Mensch, das sieht gut aus, im Frühjahr liegt eine Wohnung drin, guck weiter und das Richtige kommt dann auch zu dir. Und da hat die mich nach dem Frühjahr angerufen, ich habe keine Wohnung gefunden. Und da hat sie gesagt, habe ich gesagt, ja, hast du geguckt? Und da hat sie gesagt, ja, nee. Und da habe ich gesagt, ja, meinst du, da kommt ein Immobilienverwalter und sagt, hier, sie suchen doch eine Wohnung, wir haben sie. Aber das heißt immer, die Tendenzen, wenn die gut liegen im Bild, du kennst es auch, dann, dass man weiter im Tun bleibt.
Das ist wie wenn ich jetzt mein Abitur nachmachen wollte und hätte jetzt, würde sagen, oh, das liegt tendenziell gut. Und ich würde sagen, okay, und gehe nicht zur Prüfung oder habe nichts gelernt. Also das heißt ja, dass du im Tun bleibst. Ich finde, das ist so ein gutes Beispiel. Aber dann kann ich ja sagen, die Kartenlegerin hat gesagt, es klappt, es hat nicht geklappt. Und ich finde es so spannend, dass wir dann, das ist nämlich auch, ich bleibe im Opfer und die hat es gesagt, es ist halt nicht passiert. Ich habe nichts dazu getan. Und das ist wirklich, jeden Tag die Intention zu setzen, ich gehe in meine Selbstverantwortung, in meine Energie, in meine Kraft. Weil Mädels, wenn wirklich einer euch ständig betrügt und euch sagt, aber ich liebe nur dich, wird mir das so wehtun oder wo ich sage, hier, da stimmt doch was nicht. Ja. Und es sind nur gesprochene Worte. Also das sind wirklich, das sind die gesprochenen Worte, aber du gehst in dein Gefühl. Der Kopf, die Ohren, die hören die Worte. Aber geh in dein Gefühl und spür, ist es stimmig? Der schläft ständig mit anderen oder ist schlecht zu mir, gibt mir auch keine guten Worte. Und holt mich dann wieder zurück mit ich liebe nur dich. Ist es wirklich wahr? Das zu hinterfragen. Geh da in dein Gefühl und fühl das für dich. Ja, und ganz oft ist ja auch in diesen Beziehungen, dass man sich ja wirklich so selber komplett zurücknimmt und sich zurückstellt. Und das ist so schwierig dann richtig zu erkennen. Und diejenigen, die in diesen, die Mädels, die eben in diesen Beziehungen hängen, versuchen dann oft eben über Diskussionen, über Gespräche denjenigen zu heilen. Ja, da kann ich mich auch mit der Wand unterhalten, weil es kommt nicht an. Das kommt hier nicht an, das prallt da ab. Und das genau, ist das, was die wirklich verstehen müssen. Da kann ich bis die nächsten 100 Jahre drauf einreden. Da kommt nichts an. Und ganz viele sagen ja dann oft von wegen, eben um aufs Kartenbild nochmal zu kommen, im Frühjahr, im Sommer, im Herbst, da kommt jemand anderes. Ja klar, da kommt jemand anderes. Aber der erweckt mich nicht aus dem Dornröschenschlaf, sondern das ist nämlich oft die Krönung, der dem Ganzen noch wirklich die Krone aufsetzt, weil ich das immer noch gar nicht erkannt habe. Und da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Sich nicht von einer anderen Geschichte da rausholen lassen, ne, weil man sagt, oh, endlich einer und der ist ja so stark und der sagt, wo es lang geht. Dann hänge ich nämlich noch eine Stufe tiefer. Und da sollte man immer wirklich einmal etwas für tun, sei es, wenn man sich trennen möchte, eine Wohnung suchen, sich vielleicht sogar was ansparen, was auf Seite legen, weil der Kampf geht ja danach los. Ne? Ja, ja. Und wirklich vorsorgen. Und das ist so wichtig. So, und dann wirklich sagen, konsequent Ende aus. Ne? Genau. Weil man muss dann ganz klar sagen, ich schütze nicht nur mich, ich schütze sogar eventuell meine Kinder. Aber ich muss was tun, um mich nicht von jemandem, der da, ne, wie Richard Gere mit der Rose und hast du nicht gesehen, ankommt, wieder rausziehen zu lassen, sondern wirklich diese Themen dann komplett abzuarbeiten, damit ich es erkennen kann. Sonst hänge ich nämlich wirklich wieder in dieser Schleife drin. Absolut, absolut. Und das ist ein guter, weil das ist auch so, dass du quasi ja auch nicht immer wieder reingehst in, das ist halt ein Narzisst, weil dann gehst du nicht in deine Kraft. Wenn ich immer sage, ja, das waren halt die äußeren Umstände, dann bin ich nicht in meine Kraft. Wenn ich sage, oh, mein Anteil war, ich war das Opfer. Opfer kann ja auch ganz, ganz entspannt sein. Ja. Weißt du, wenn ich immer hier drin hänge und dann muss ich ja nichts tun. Aber ins Tun kommst du, wenn du sagst, du darfst Narzisst sein, aber ich bin nicht mehr dein Opfer. Dann kommst du in die Veränderung. Und es ist ja nicht nur so, dass es in Beziehungen diese Narzisst sein kann. Also es gibt ja auch wirklich viele in Chefpositionen, die sich da hochgeschafft haben mit Ellenbogeneinsatz und hier der große Macher sind, dass man das kleine Schwache nicht erkennt. Da gibt es ganz viele Narzissten in höheren Positionen. Die gibt es überall. Und was ich ganz spannend finde, es gibt die Bärbel Meschler. Das erste Buch von ihr, das ich gelesen habe, war Mein Ex-Partner, der Psychopath.
Da wird es gut erklärt und da finden sich viele, die in dieser in dem Gegenpart waren, wieder, weil sie auch beschreibt einfach, ja, dass die halt, die werden ja dann schlecht gemacht oder wenn die jetzt getrennt sind, weil sie schwach waren, die erste Gegenpart, dann werden die vor Gericht gezerrt. Also man probiert, wenn man die Liebesenergie nicht mehr bekommt, die Negativenergie, also einfach Energie von den Menschen zu ziehen. Das ist wie ein Vampir, der das Blut braucht. Ja. Oder ist die Blutgruppe vor allem egal? Da wird auch die Negativenergie füllt den mit Macht. Es geht um Macht und Ohnmacht. Genau. Und dann hat er noch das Buch, das habe ich hier, das andere habe ich leider verliehen, von Psychopathen umgeben. Also von der Bärbel Mechler, die ist auch wie wir, arbeitet die mit Energien und mit Heilarbeit. Und die beschreibt es wirklich toll. Hier geht es auch um Lösungen und auch um einfach das zu erkennen, auch im Alltagsgeschehen. Und was ich ganz wichtig finde, wer ein Kochbuch liest, kann auch nicht kochen. Also es kann sein, dass man hunderte von Büchern liest, aber nur das liest, was man braucht. Guck, ich konnte ja gar nichts dazu. Und dann bist du immer noch in deinem Opfer drin. Also lest es, hört es euch an, aber achtet wirklich auf euren Part, euren Anteil, was kann ich verändern. Also wenn ihr da Hilfe, Unterstützung braucht auf eurem Weg, die Birgit und ich, wir sind beide damit erfahren, wir haben es beide selbst erlebt, ja. Und wir sitzen heute hier in Strahlen von innen, weil wir den anderen Weg gegangen sind. Wir sind aus dem Opfer raus ins Tun und heute muss ich sagen, ich habe mich als Mensch so schätzen gelernt, also ich bin immer auf dem Weg, der Mensch zu sein, der ich sein möchte, der ich bin. Also ich bin die, die ich bin. Und die bin ich geworden durch das ganze Leid, das ich erfahren habe, durch die Ohnmacht, bin ich in die Macht gekommen. Aber nicht die Macht hier zu manipulieren, sondern wirklich in meine Eigenverantwortung. Das ist für mich die größte Macht. In die eigene Macht. Genau. Zu genau. Sagen, ich gehe mein inneres Kind, ich gehe mein genau. Gefühl in mein Herz, genau. Und in meiner Liebe. Das ist so wichtig, ne? Sich selber zu erkennen. Und deswegen sind wir ja Gott sei Dank in der Position heute, dass wir Menschen eben reflektieren, weil wir die Themen durchhaben und weil genau. Wir es erkannt genau. haben. Und das ist eben so hervorragend. Und da kann man wirklich nur sagen, ne? Also Kreis Bingen, Kreis Koblenz, darum alle bitte zur Sabine. Die Kölner dürfen zu mir kommen. Genau, genau, genau. Ja, also ich denke, da ist jetzt vielleicht, wir hoffen halt, dass ihr euch erkannt habt oder dass ihr merkt, Mensch, da gibt es der Lösungsweg liegt nicht darin, dass ich mich nur nach dem Narzissten oder nach dem Täter in dem Fall orientiere, sondern es geht darum, mich zu reflektieren und nach mir zu schauen und zu schauen, wie komme ich in meine Energie zurück. Ja? Ja. Also ich fand es wieder sehr bereichernd, mit dir zu sprechen. Total. War schön. Und wir freuen uns auf eure Daumen hoch, auf euer Abo, auf euer Teilen und sind dankbar, das mit euch zu teilen. Ja, ja, genau so ist es. Wirklich, da kann man sich nur bedanken, wirklich für unsere Zuschauer, für unsere Zuhörer und natürlich auch fürs Feedback. Wenn ihr irgendwie mal ein Thema habt, wo ihr sagt, Mensch, könnt ihr zwei da nicht mal, ne? Weil da genau. Ist umsonst zweimal Medium, bitte. Genau. Könnt ihr da nicht mal drüber sprechen oder so? Also bitte gerne. Wir greifen die Themen auf. Und es bleibt auf jeden Fall spannend und für das nächste Video wissen wir auch schon, was da gemacht wird. Also so, dass es wirklich immer interessant bleibt. Genau, auf jeden Fall. Und was auch noch wichtig ist halt einfach, dass ihr in dieser Energie der Zeit, also dass ihr auch euch da öffnet, auch in die Energie zu gehen, was spüre ich gerade, weil wenn dieses Video erscheint, das ist ja um den Valentinstag rum, dann gehen wir auch in eine erhöhte Liebesenergie. Also und die darf ins Außen gehen, die darf auch in euch stattfinden. Und wenn ich nur mich mit dem Kanal verbinde, dann habe ich so, dann bin ich voller Liebe und die ist schon zu spüren und seid offen für euch, liebt euch. Und gebt diese Liebe im Austausch weiter, aber lasst es euch nicht nehmen. Erfüllt euch selbst und dann dürft ihr tauschen. Ja. Das wünsche ich euch.
Genau. Und ich habe jetzt gerade einfach nur intuitiv, ich hatte schon das Kartendeck hier liegen und ich habe jetzt gerade hier einfach nur eine Karte gezogen. Deine Mutter und dein Vater haben dir das Leben geschenkt. Und das ist auch noch ein gutes, kurzes Thema nur. Seid nicht böse auf die Mutter oder auf den Vater. Liebt sie, weil die haben das Leben geschenkt und wir haben es uns so ausgesucht. Genau. Und sie gaben, was sie konnten. Es waren immer die Richtigen. In diesem Sinne, vielen Dank für euer Zuhören. Vielen Dank, Birgit, für den wundervollen Austausch. Ich bin gerade erfüllt mit Liebe. Ich merke den Valentinstag schon in meinem Energiefeld. Und danke. Danke.